Liebe Zuschauer, heute stelle ich euch 1066, der Kampf um England, vor. Heute mal ein ganz anderes Spiel, eine andere Richtung in dem Fall. Der eine oder andere ist ja durchaus neugierig, der eine oder andere wundert sich, warum das beim Spieleblock auch gezeigt wird, aber unsere Auswahl an Spiele ist sehr unterschiedlich, von Junges bis Alt ist für jeden was dabei und vielleicht ist für euch jetzt dieses Spiel was. Es ist nämlich für 1 bis 2 Spieler, ja angegeben ab 14 Jahre, aber Altersempfehlung bei weitem drunter. Ich nenne es nur so, weil es hier angedruckt ist, also das könnte durchaus schon ab 10 Jahre durchaus spielen. Und Spielzeit 30 bis 45 bzw. bis 40 Minuten, also ein richtig schnelles Spiel. Und grafisch schon mal eine Wucht, so muss man es wirklich sagen, mit einem durchaus fantastischen, kritischen Thema um die Geschichte um England hier. Der Kampf um England, da steckt schon einiges drin und da denkt man vielleicht auch, boah, das sind also mal 30, 40 Seiten Regeln, die ich durchlesen muss. Ist ja auch eine große Box, aber bei weitem nicht. Ich nehme euch gleich die Luft raus am Anfang. Ich zeige euch nämlich gleich die Anleitung. Dann zeige ich euch ganz kurz, wie diese Abläufe funktionieren. In Kürze, weil das Spiel ist sehr vielschichtig, wobei der Ablauf total einfach ist. Und dann gibt es ein paar Spielsequenzen. Mal schauen, was ich da an lustigen Sequenzen noch auswähle. Man glaubt es kaum bei so einem kritischen Thema. Und am Ende gibt es wie gewohnt das Fazit. Ich habe es gesagt, wir beginnen einfach mal mit der Anleitung, bevor ich einsteige, um vielleicht auch ein bisschen Luft rauszunehmen, dass ihr gar keine Angst haben musst für das Spiel, weil in diesem Spiel, in dem Fall, es gibt ein Solo-Szenario bzw. ein Solo-Spiel noch, 2-3 Seiten Anleitung, ist gar nicht viel, separat, finde ich auch ganz gut. Und damit die Spielregeln. Das war's. Es ist gar nicht viel, weil am Anfang, ich halte es am besten mal hier hin, da wird im Prinzip ein bisschen was zum Inhalt gesagt, zu den Karten und zum Spielaufbau. Und dann beginnt man schon auf der rechten Seite mit dem Spielablauf. Hier wird die einzelnen Aktionen angezeigt, die man ausführen kann. Und da sind wir schon in dem Fall im Endbereich, Zielphase und hier beim Spielende. Da gibt es noch ein paar Regelerläuterungen, Beispiele und das war es in dem Fall. Also wirklich nicht schwer. Und da ist man auch sehr schnell drin. Und wenn man sich das anschaut, Vorbereitung 2 Karten ziehen, alle Karten bereit machen, Aufmarsch abwechselnd, Aufmarschaktionen ausführen, Stärke, Inbrunstkämpfe, Ziel, oberste Zielkarte vernichten, das war's. Klingt nach einem sehr schnellen Spielchen mit einfachen Regeln, das ist es auch. Aber jetzt gucken wir erst einmal in den Aufbau bzw. in die Abläufe rein und da habe ich schon mal vorbereitet. Ist sehr überschaubar, was die Karten angeht, aber ich muss es echt sagen, die sind richtig cool illustriert, wahnsinnig und alle individuell mit den Kartentexten und Aktionen, also da steckt einiges drin. So, und am Anfang habt ihr praktisch 2 Seiten. Wir spielen das Ganze 2 Seiten, zu zweit, das seht ihr dann auch nachher, wenn wir die Gameplay-Sequenz dann zeigen. Und am Anfang, wie gesagt, entscheidet sich der eine für die jeweilige Fraktion, die er spielt, mit den jeweiligen Markern, mit seinen Zielen. Der Keil kommt in die Mitte, der Stapel kommt hierhin, die Anführer platziert man hier. Jeder Spieler hat praktisch seine Ziele, die man sortiert, aufsteigend, also von A beginnt, B, C, D und so weiter. Ja, der Spielermarker, also alles ist soweit vorbereitet, wie man das jetzt hier in dem Fall hat. Auch die Keile sind platziert von 1 bis 3. Zielkarten haben wir alles hier und dann geht es schon in den Rundenablauf nach. Das heißt, die Spieler ziehen Karten quasi auf die Hand. Und hier haben wir in dem Fall die Karten, beginnen dann gleich mit 2 Karten nachzuziehen. Und hier haben sie natürlich verschiedene Karten auf der Hand. Und man muss sich natürlich ganz klar bei so einem Spiel erst einmal mit den Karten auseinandersetzen, weil die Karten harmonieren teilweise sehr stark mit eigenen, aber auch mit fremden Karten, sodass man bei der ersten Partie auf jeden Fall einfach mal drauf losspielen muss, um einfach mal zu verstehen, was man hier machen kann. Das ist ganz wichtig. So, und ein Spieler beginnt in dem Fall, der mit dem Marker, und der spielt dann eine Karte aus. Hier oben seht ihr die Kosten, die hier angegeben sind. Hier unten die Inbrunst, die Kampfstärke und natürlich hier die Wundenmarker. Ihr könnt auch, wenn er Karten ausgespielt hat, die Aktion ausspielen, die auf der Karte dann abgebildet ist. Das ist die zweite Möglichkeit, oder eine Karte einfach opfern. Er spielt quasi immer so lange, bis ein Spieler passt.
beziehungsweise beide Spieler passen und der andere Spieler ist dann so lang dran. Und ihr habt natürlich verschiedene Möglichkeiten und das gibt euch die Kartenhand vor. Das ist nämlich total einfach. Ihr könnt in dem Fall Karten abwerfen bzw. auslegen, wenn ihr die Kosten bezahlt. Kosten sind Ressourcen. Das heißt, ihr werft Karte ab, ist eine Ressource in dem Fall, eine Karte abwerfen. Oder ihr tut im Prinzip eine Karte drehen, die ihr dann vor euch liegen habt, Taktikkarten etc., die Ressourcen dann noch angeben. Das ist alles. Also vom Aufbau bzw. vom Ablauf total simpel. Und ihr lasst euch einfach durch euer Kartendeck treiben. Mal schauen, welche Sequenzen ich gleich im Anschluss euch liefern. Weil es kann schon frustig sein, wenn man in der richtigen Situation oder in der notwendigen Situation einfach nicht die Karten mit dieser blöden Inbrunst bekommt, um in dem Fall seine Karten ausspielen zu können bzw. seine Ziele zu erfüllen. So, und auf den Karten sind natürlich verschiedene Charaktere hier hinterlegt, die ihr ausspielt. Hier seht ihr zum Beispiel auch das Ressourcensymbol, was ich gerade gesagt habe. Hier sind Charaktere, da habe ich jetzt einige Charaktere, aber es gibt bei weitem natürlich noch mehr. Es gibt die Ereignisse, die kommen dann raus, um natürlich auch eure Mitspieler ein bisschen zu ärgern. Es gibt Bogenschützen, die auf die andere Seite schießen. Da habt ihr auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten. Das heißt nicht nur, dass ihr hier stark werdet, sondern ihr versucht auch den Mitspieler ein bisschen zu frustrieren. Ich glaube, da habe ich gleich so eine Sequenz, wo richtig cool ist, weil wenn ich Karten lege und die gleich zerstört werden, ja, das ist gemein, aber man versucht sich zu wehren und irgendwann kommen auch die guten Karten, die man braucht. So, was macht man? Was ist überhaupt Ziel des Ganzen? Es gibt natürlich drei Zielbedingungen, die habe ich noch gar nicht genannt. Ihr zieht natürlich immer wieder neue Karten und ist euer Nachziehstapel leer, dann habt ihr verloren. Eine zweite Möglichkeit ist, ihr habt die Ziele hier erfüllt. Es wird alles super angegeben, was ihr da erfüllen müsst. Ihr kämpft praktisch gegen euer Ziel. Ihr erobert, nachdem ihr das alles durchgespielt habt, zwei dieser drei Keile. Ihr seht ja auch an den Wundenmarker, was hier dann drauf abgebildet ist. Oder die dritte Option, die kommt selten vor, die kam bei uns aber schon vor. Das ist, dass ihr den Anführer hier vernichtet. Und das wird auch hier angegeben. Wird diese Karte vernichtet, verliert der Spieler der Normannen das Spiel. Also die drei Optionen habt ihr. So, und jetzt muss man nur noch ein bisschen in das Spiel sich reinfinden. Noch möchte ich euch die Sequenz nicht zeigen, weil ist ja eigentlich total simpel, was ihr hier machen müsst. So, es ist so, dass wenn ein Spieler in dem Fall die Schlacht von Hastings als aktives Ziel hat, das ist die letzte Karte hier, dann wird geguckt, ob ein Stärkekampf kommt oder ein Inbrunstkampf. Und wenn beide Spieler praktisch diese Karte, das ist die gleiche Karte, gleiche Titel haben, dann wird der Stärkekampf ausgefochten und die Stärke, also die Stärkewerte für die Keile 1 bis 3, die werden miteinander verglichen und dann kommen die jeweiligen Wundenmarker hier drauf. Das heißt, der höhere Stärkewert verursacht Schaden in Höhe der Differenz der Stärkewerte und beim Gleichstand beide Spieler verursachen einen Schaden. Das heißt, ihr vergleicht immer die einzelnen Werte, was den Bereich dann angeht, bei Stärke bzw. bei Inbrunst. Und wer dann in dem Fall zwei Keile erobert, gewinnt auch das Spiel. So, mit diesen kurzen Infos, klingt ein bisschen verwirrend, ist aber gar nicht. Schauen wir einfach mal ein paar Sequenzen rein. Tja. Stärke 4. Stärke 4. 3, 4. Gleichstand, jeder 1. Toll. Wir lassen jetzt 2, 4, 6, 8, 9. Stärke 3. Da habe ich 2. 1. Also 1. Stärke 2. Stärke 3. Das weiß nicht, weil der eine hier. 9. Ja, jetzt ist fertig. Inbrunst 0. Plus 1. Durch 1. Ja, plus 1. 2. Ich habe 5. Und ciao. Erster Keil erledigt. So, 3. Ja. Wie viel war das bei dir? Eine. Also 2 drauf. Nein, nein, nein. Differenzen. Also beim Inbrunst heißt nur, höherer Wert verursacht einen Schaden. Nicht so. Die Differenz. Beim Kampf ist die Differenz. Okay. Okay. Und Inbrunst 0. 1. 10. Damit war's. Keil zerstört, Keil zerstört. Thomas hat gewonnen. Ich spiele normannische Streitkolbenkämpfer. Dann gebe ich die zwei Karten ab. Füge einem Feind in Reihe 1 2 Schaden zu. Ey, Junge, ey, Junge! Sag mal! Toll! Ich weiß es nicht.
Ich pass. So stelle ich mir den Start vor. Ey, unglaublich. Was da eins mit Inbrunst? Ich hab mich so gefreut. Jetzt habe ich endlich mal einen mit Inbrunst. Gleich am Anfang. Ah, du vermischst mir jetzt gerade das volle Spiel hier. Ich habe keine Karten mehr. So, zwei. Das heißt, Moment, erstmal ausrechnen. Ja, ja, gut, stimmt. Ich bin wieder so weit. Sechs, bei mir, ich bin auf 0. Ich krieg 4. Okay, bei mir 0 und 2 Karten nachziehen. Unfassbar. Und wieder aktiv. So, ich spiele jetzt den Trompeter aus. Vielleicht lasse ich wenigstens den mal am Leben. Der kostet mich 1. Ich füge einem Feind einen Schaden zu. Schnitt deine Herzstotter. Ich wollte eine kurze Spielsequenz einbauen, dass man nochmal sieht, wie das Spiel funktioniert. Ihr habt gesehen, es funktioniert. 3 Einheiten platziert, 3 Einheiten weg. Guter Start von Thomas. Ich passe, ich habe nämlich keine Karten mehr. Ich habe meins erledigt. Oh, und ich habe 0. Das heißt, ich muss jetzt aber noch vernichten. Bei Vernichtung musst, falls möglich, eine Einheit oder einen Charakter vernichten. So, welchen killen wir denn da? Am besten, der so penetrant ist die ganze dann Zeit. Dann killen wir den hier. Okay. Du hast gepasst? Ja. Dann... Jetzt geh schon meine Anführer an. Hey, ich sag das zum Glück 9. So. Oh. So, das ist natürlich eine andere Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Man braucht nicht auf den Keil gehen. Nö, man geht dann gleich gegen den Anführer. Genau, du dann kommst schon weiter, fertig. Oder? Ich komme nicht weiter. Ich habe 7 insgesamt, was auf einen Schlag die 6 macht. Zack. Dafür muss ich leider einen vernichten. Das ist jetzt oh, das ist aber ziemlich tragisch. Ärgerlich. An dieser Stelle auch nochmal herzliche Grüße an Monja, der es vielleicht dann irgendwann genauso geht wie mir. Schauen wir mal. Aber der Pfeil- und Bogentyp wäre eigentlich zwar recht gut, aber du kannst immer die anderen vernichten, die mit keine Inbrunst haben. Ja. So, ich ziehe 2 Karten, du auch. Unglaublich. Junge, es geht um den Keil, nicht um meinen Anführer. Ich fass es nicht echt. Doch, den Keil. Ja, hauptsache noch ein bisschen ärgern. Ich komme eh nicht mit meiner Inbrunst hier so weit. Also. Ich fass es nicht so. 3, 4, 5, 6. 5, 2. Oh Manni. Doch, jetzt habe ich es tatsächlich. So. Danke, danke, danke. Halbe Stunde später. So. Attribut bei Vernichtung. Gehe weiter zu päpstlichen Segen. Ich habe es tatsächlich geschafft. Und oh, jetzt wird es easy. Jetzt wird's easy. Musst du noch was vernichten? Bei mir muss ich noch was vernichten. Nein. So, also. So, jetzt geht's ab. 2. So, jetzt. Das ist jedes Mal die gleiche Hürde bei dem Spiel. Jedes Mal hänge ich da an dem B. So, der hier, umdrehen. Vernichte einen Feind am Keil dieser Karte, nicht den Anführer. Ja, der war einfach den zu vernichte gut. Ich jetzt leider dann auch, schade. Und der kippt dann halt. Geht jetzt besser stehen und geht nicht auf, so Kiss. Mist. So, ich fasse keine Karten mehr, alles verzockt für einen Zug. Ja, genau. Liebe Zuschauer, Spiel vorbei. Was? 3. Was? Aktion was? Füge was? Entweder dem gegnerischen Anführer oder einer gegnerischen Einheit mit dem Merkmal Kavallerie 3 Schaden zu. Verdammt! Ich hoffe, ihr hattet jetzt genauso euren Spaß. Ist ein ernstes Thema und wir haben so viel Spaß hier mit dem Zwei-Personen-Spiel. Ja, ist schon ein bisschen verrückt. Liegt aber auch wieder am Thomas, der mir hier richtig Konter gegeben hat in dem Spiel und der sehr angetan war von diesem Spiel. Das nur mal als kurzes Statement an dieser Stelle. Es ist natürlich ein geschichtlich basiertes Spiel und es wird natürlich auch eine kleine Anmerkung in der Anleitung angegeben, was die Geschichte angeht, welche Namen genannt werden, das nur als kleiner Hinweis. Ich bin aber jetzt nicht geschichtlich so belesen in dem Bereich, dass ich wirklich sagen kann, passt das, was hier auch auf den Karten an Persönlichkeiten, Charakteren und an Familien wiedergegeben werden. So tief bin ich dann doch nicht eingestiegen. Mir war es einfach wichtiger, dass das Spiel Spaß macht und dass es einen schönen Mechanismus hat. Das also gleich mal Grund vorneweg. Also was jetzt diese Thematik angeht und die Charaktere angeht, da kann ich euch jetzt nicht genau sagen, ob das eine oder andere wirklich hundertprozentig passt. Da verlasse ich mich dann auch ein bisschen auf die Recherche des Verlags, weil das ist ja durchaus eine Herausforderung, so ein Spiel zu machen.
So, Aufbau ist simpel, habt ihr gemerkt, gar nicht schwer. Und auch die Abläufe sind einfach und es gibt sogar zwei Übersichtskarten. An diesen zwei Übersichtskarten, die ihr einfach in die Mitte legt, könnt ihr das Spiel sofort erklären. Und das ist richtig toll. Das ist ein absoluter Vorteil bei dem Spiel, was man hier vor sich liegen hat. Und man ist auch recht schnell drin in dem Spiel. Man belässt praktisch oder man schaut sich die Karten an, man bezahlt sie, wenn man zahlen kann und wird auch natürlich öfters gepasst, wenn man die Karten nicht sieht. Das ist ganz normal bei dem Spiel, das muss man auf jeden Fall wissen und es sind natürlich immer wieder Interaktionsmomente zwischen den beiden Spielern vorhanden. Ansonsten schaut ihr einfach auf die Karten nach, die geben eigentlich alles sehr deutlich wieder. Wir hatten so gut wie keine Probleme mit dem Spiel und das Einzige, was man sehr schnell merkt in der ersten Partie, ihr spielt zuerst einmal runter die erste Partie, weil es harmonieren viele Karten mit anderen Karten, die ihr je nach den Verknüpfungen als Erweiterung, als Ergänzung, als Kostenreduktion dann reinbringen könnt. Das ist extrem und da habe ich bei Weitem noch nicht alles gesehen. Ich wollte euch aber das Spiel jetzt an dieser Stelle nicht vorenthalten, was den Bereich dann angeht, weil da gibt es immer wieder was Neues, was ich in jeder Partie entdecke, um auch auf meinen Mitspieler ein bisschen Einfluss zu nehmen. So, das gleich mal vorneweg. Mit den unterschiedlichen Zielen ist es natürlich durchaus attraktiv und ich weiß es nicht, was ich euch jetzt alles als Gameplay-Sequenz gezeigt habe, aber es zeigt sich deutlich, zumindest bei mir, ich habe immer mit dieser Inbrunst meine Probleme, ja, sei mal dahingestellt, dem Spiel, aber was jetzt die Möglichkeit angeht, es zu bekämpfen, insbesondere hier als blauer Spieler, da habe ich mich immer schwer getan, aber, und das ist das Gute im Spiel, man kommt dann durchaus immer wieder ran an einen anderen Spieler, der dann eine andere Hürde hängt und da sein Ziel nicht vorankommt. Man muss natürlich auch schauen, welche Karten platziert man, um sich selbst einen Vorteil zu beschaffen oder auszuspielen, um den Gegner zu benachteiligen. Das ist immer so eine Gratwanderung, da tue ich mich schwer, da muss man einfach viel ausprobieren, aber es geht flott. Hat man es einmal gespielt, dann findet man sofort rein in die Partie. Es ist ja, was man hier sieht, ein asymmetrisches, kompetitives und taktisches Kartenspiel. Und zwar kann man es auch solo spielen. Und der eine oder andere hat ja das gehört, solo, ich will mal hören, ob das jetzt auch was ist. Ich habe es ausprobiert, allerdings muss ich wirklich sagen, ihr wisst, ich bin es in der reine. Also ich bin schon Solo-Spieler, aber bei solchen Spielen, wenn es die Möglichkeit gibt, spiele ich lieber mit Mitspielern. Es gibt hier eine separate Solo-Regel und dann wird auch natürlich angegeben, hat der Spieler gerade eine Karte geopfert, setzt der Gegner aus und der Spieler ist wieder an der Reihe. Es hängt immer davon ab, was ihr macht und dann wird die Gegenaktion dann ausgeführt. Und das wird auch so hier in diesem Spielaufbau in der Anleitung dann wiedergegeben, auch was die Platzierungsreihenfolge angeht. Das ist sehr wichtig, das Passen angeht und natürlich eine Wertung. Das fehlt oft in Solo-Spielen, ist nicht immer dabei, aber hier ist natürlich dabei, je nachdem wie gut ihr seid in diesem Spiel, weil das Ganze wird nach Punkte gespielt, habt ihr natürlich auch ein Ranking erfüllt. Aber ich möchte es nur erwähnen, ich tendiere dann doch lieber zum Zwei-Personen-Spiel. So, jetzt habe ich am Anfang erwähnt, der Thomas war durchaus begeistert in dem Spiel und hat ja gesagt, was hat er gesagt? Viele Grüße an dieser Stelle. Du kriegst ja wie KeyForge auch wieder gleich hier eine auf die Mütze. Ja, es ist schon so. Natürlich die Frage, vergleiche ich jetzt das mit KeyForge oder was habe ich noch hier oben? Jetzt muss ich selber mal schauen. Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. KeyForge und Warhammer Invasion. KeyForge bin ich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, weil mir die Thematik nicht so gefällt. Warhammer Invasion finde ich richtig cool. Ist so ein alter Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob man den noch im Handel kriegt. Also das nur als kleine Ergänzung. Und auch dieses Spiel ist natürlich, geht es in so eine Richtung, wo man Karten ausspielt, platziert und kämpft gegeneinander mit seinen Karten, die zum richtigen Zeitpunkt hoffentlich kommen. Und da fällt es mir auch thematisch etwas schwerer, dass ich sage, ich weiß nicht, es ist durchaus cool und interessant zu spielen, aber mit dem Thema tue ich mich da ein bisschen schwer. Wo ich mich nicht schwer tue, sind die Illustrationen, weil, das muss ich euch zeigen, also da kriege ich sofort wieder Lust zu spielen. Ich weiß es nicht, auch wenn ich mit dem Thema hier nicht hundertprozentig überein bin, aber die Illustrationen sind einfach der Hammer. Also das ist richtig krass, was hier an Illustration abgeliefert wird. Da bekomme ich sofort wieder Lust, auch wenn ich sage, spaßtechnisch könnte es ein bisschen höher sein, aber ich komme einfach mit dem Thema nicht hundertprozentig klar. Sei ja dahingestellt, der Thomas sagt, gar kein Problem, er findet es cool, er wird das sofort wieder spielen. Da gehen die Meinungen auseinander. Da könnt ihr euch aber jetzt selbst ein Bild davon machen, ob euch sowas reizt mit dieser Thematik. Die ist eigentlich
ich weiß nicht, selten gibt. Wenn es andere Spiele gibt, schreibt es doch einfach mal rein in die Kommentare. Aber so spezielle Themen, auch in diesem Bereich, wo man zu zweit gegeneinander agiert, die findet man groß kaum. Und es ist für mich jetzt durchaus schon ein kleiner Geheimtipp, was den Bereich dann angeht, weil es hat einen Vorteil, dass man sehr, sehr schnell in das Spiel reinkommt. Es gibt immer mal wieder so eine kleine Regelunklarheit, gerade mit dem Bogenschützen beispielsweise. Wie weit schießt der, wie viele Felder, je nachdem in dem Bereich. Es gibt aber auch vom Verlag her immer wieder mal FAQs in dem Bereich, also da sträubt euch nicht dagegen, das wird immer von Verlagsseite recht schnell geklärt oder das in den FAQs bei anderen Spielen auch hinterlegt. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten heißt ein Riesenbox. Klar, hätte man das anders auch in einem kleineren Format gestalten können. Wenn man das aufmacht, erwartet man sehr, sehr viel. Es sind aber praktisch nur zwei große Kartenpacks dabei, aber eine Riesenbox. Hintergründe kenne ich jetzt nicht, aber ja, ich finde es cool natürlich, weil die Grafik natürlich da ganz anders wirkt. Ich wollte es aber an dieser Stelle auch erwähnen, weil man erwartet im ersten Moment noch sehr, sehr viel Material. Das ist hier nicht verfallen. Es ist aber bei anderen Kartenspielen, ich habe es ja vorhin erwähnt, was Keyforge angeht oder Warhammer etc. ist genauso. Da sind die Schachteln sogar noch größer. Also das gleich mal hingestellt. Warum etc. Das sollen andere an dieser Stelle beantworten. So, also ihr merkt, was jetzt mein Fazit angeht, ich bin ein bisschen gespalten. Thematisch blühe ich einfach nicht auf in dem Spiel. Darunter leidet etwas der Spaßfaktor. Ich spiele es gerne, auch wenn ich hier richtig, in klammernden Sequenzen, wo ich gefilmt habe, da habe ich richtig einen auf den Deckel bekommen. Will ich euch auch nicht vorenthalten. Da frustriert es mich total. Aber den Frust musst ihr abkönnen bei dem Spiel. Und wer sich für so ein Spiel interessiert, der kann auch damit umgehen. Davon gehe ich aus. Es ist nichts für Kinder etc. Es steht zwar hier drauf, ich wiederhole es nochmal, 14, aber Altersempfehlung bei weitem drunter. Aber ich ergänze es immer gern, weil es hier ja auch auf der Schachtel dann draufsteht, aber es können sich schon Jüngere herantrauen an das Thema und es erklärt sich anhand den Karten wirklich sehr schnell und habt ihr es einmal gespielt, dann funktioniert es und dann wisst ihr auch im späteren Verlauf, oh, ich habe jetzt die Karte, da kommt noch die Karte. Hoffentlich bekomme ich die bald auf die Hand, damit ich die dann bald ausspielen kann in Kombination, je nachdem, oder als Erweiterung zu meiner Einheit. Und da merkt man immer wieder, in jeder weiteren Partie entdecke ich was Neues und das ist auch das Schöne bei dem Spiel und das ist ein Vorteil. So, und wie gesagt, zwei Zwiegespalten bin ich, was den Bereich angeht, auch im Bereich vom Spaß, der schwankt total, aber wenn euch das thematisch schon mal durchaus interessiert und ihr mögt auch solchen Mechanismus, da macht ihr nichts falsch. Und gerade weil ihr einen richtig flotten Einstieg habt, und das ist ein Vorteil und das hätte man bei diesem Spiel wohl kaum geglaubt. So. Das waren alle wichtigen Infos an dieser Stelle. Wenn ihr uns in irgendeiner Art und Weise unterstützen wollt, schaut unten in die Beschreibung rein. Da findet ihr immer einige Möglichkeiten, nicht nur im Spielebereich, wie ihr uns unterstützen könnt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, ja, mal wieder ein ganz anderes Spiel. Davon kommt auch in Zukunft mehr, versprochen. Immer eine schöne Mischung für Jung und Alt dabei, aber auch an alten und neuen Spielen. Dann könnt ihr uns auf jeden Fall gerne einen Daumen hoch geben und oder ein Abo. Wenn ihr es noch nicht habt, ihr seid eh der Wahnsinn. Was momentan hier abgeht, ist einfach verrückt. Es macht sehr viel Spaß mit euch. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Ihr könnt auch mal reinschreiben, was ihr von dem Spiel haltet, ob es euch jetzt anspricht oder nicht. Ja, ich bin gespannt und freue mich und sage tschüss, bis bald.